Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow und DDR-Ministerpräsident Modrow sehen die Möglichkeit einer Vereinigung beider deutscher Staaten. Nach einem Gespräch im Kreml erklärte Modrow am Nachmittag, er habe Vorschläge zu dieser Frage vorgelegt. Man müsse sich ihr jetzt mit Entschiedenheit zuwenden. Schon vor der Unterredung hatte Gorbatschow betont, das Problem bedürfe einer sorgfältigen Prüfung. Ausgangspunkte seien zwei deutsche Staaten, die Verpflichtung der vier Mächte und der europäische Prozess. Und dies alles müsse in Einklang gebracht werden. Mit unübersehbarer Herzlichkeit wurde Hans Modrow heute Morgen im Kreml begrüßt. Und, als habe er auf den Zwischenruf eines sowjetischen Reporters geradezu gewartet, äußerte Gorbatschow sich noch vor den Gesprächen zur Frage der deutschen Einheit. Niemand stelle die deutsche Einheit prinzipiell in Frage. Aber Ost und West müssten mit Verantwortungsbewusstsein an dieses Problem herangehen. Die deutsche Frage, so Gorbatschow, dürfe aber nicht auf der Straße entschieden werden. Und Ministerpräsident Modrow stellte auf seiner Pressekonferenz klar, dass die deutsche Frage bei seinen Gesprächen mit Gorbatschow eine entscheidende Rolle gespielt habe. Auch er schloss eine solche Perspektive auf weitere Sicht nicht aus und war zugleich auch geneigt, kein Zeitmaß dafür zu setzen. Und als wolle er der Entwicklung schon vorausgreifen, unterstrich Modrow, dass ein etappenweises Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten nicht das Schlucken der DDR bedeuten könne. Niemand soll davon ausgehen, dass es sozusagen hier um eine Erscheinung geht, die einfach nur das Aufnehmen des einen zum anderen, sondern es geht hier um einen wirklich tiefgreifenden Prozess, den jeder verstehen muss. Und darin liegt die Verantwortung, die die DDR auch mit ihren progressiven Elementen für einen solchen Prozess im Europäischen Haus mit einzubringen hat und kann. Die Äußerungen Gorbatschows haben bei der SPD ein positives Echo hervorgerufen. Präsidiumsmitglied Bahr sprach von einem Durchbruch. Gegenüber der Zeitung Augsburger Allgemeine sagte er, es gehe jetzt nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wann und Wie und die Form der möglichen staatlichen Einheit. Die Bundesregierung wollte sich bisher nicht äußern. Der genaue Wortlaut der Erklärung Gorbatschows liege noch nicht vor. Der ehemalige DDR-Staats- und Parteichef Honecker ist wieder auf freiem Fuß. Er kam am Abend in ein Altersheim der evangelischen Kirche. Das Ostberliner Stadtgericht hat den Erlass seines Haftbefehls abgelehnt. Honecker war gestern nach einem längeren Krankenhausaufenthalt in die Untersuchungshaftanstalt Rummelsburg eingeliefert worden. Die Opfer seiner Willkür, politische Gefangene der DDR, waren hier in der Haftanstalt Rummelsburg viele Jahre lang eingesperrt. Erich Honeckers Haft dauerte nur 36 Stunden. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus Charité, dort hatte er sich einer Nierenkrebsoperation unterzogen, war der ehemalige Staats- und Parteichef gestern Morgen verhaftet und nach Rummelsburg gebracht worden. Der Generalstaatsanwalt Hans-Jürgen Josef hatte so verfügt, obwohl dem kranken 77-jährigen Angeklagten in zwei medizinischen Gutachten Haftunfähigkeit bescheinigt worden war. Honeckers Anwalt Wolfgang Vogel legte Beschwerde ein und der zuständige Berliner Richter weigerte sich, den Haftbefehl zu unterschreiben. Der Generalstaatsanwalt ging in die nächste Instanz. Der Ostberliner Rechtsanwalt Wolf, der neben Wolfgang Vogel Erich Honecker vor Gericht vertritt, sagte heute, die Generalstaatsanwaltschaft beuge sich offensichtlich dem Volkszorn gegenüber der alten Machtgarde. Er habe nicht geglaubt, in der DDR noch einen Richter zu finden, der den Haftbefehl gegen Honecker ablehnt. Die Verhaftung Honeckers trotz ärztlich bescheinigter Haftunfähigkeit stieß auch in der Öffentlichkeit auf Kritik. So sagte etwa die SPD der DDR, gerade in der Rechtsprechung müsse sich die demokratische Erneuerung an der korrekten Einhaltung der rechtsstaatlichen Prinzipien erweisen. Heute Abend entschied das Ostberliner Stadtgericht letztinstanzlich, Honecker wegen Haftunfähigkeit auf freien Fuß zu setzen. Das heißt, er kann in Freiheit auf sein Verfahren wegen Hochverrats warten, das im März eröffnet werden soll. Unbeobachtet von den Reportern verließ Erich Honecker um 6:30 heute Abend vorläufig das Gefängnis.
Nach der Einigung am Runden Tisch ist unter den Parteien in der DDR Streit über den Entschluss ausgebrochen, die Volkskammerwahlen vom 6. Mai auf den 18. März vorzuziehen. Der Chef der DDR-CDU de Maizière warf der SPD vor, den früheren Termin aus wahltaktischen Gründen erzwungen zu haben. Im Parteiorgan Neue Zeit meinte er, die SPD sei nicht dazu bereit gewesen, bis zum Mai Regierungsverantwortung mitzuübernehmen. Der von der SPD für das Übergangskabinett vorgesehene Minister Romberg wies die Kritik zurück. Im saarländischen Rundfunk sagte er, die SPD habe im Gegensatz zu den anderen Parteien von Anfang an einen klaren Weg eingeschlagen. Die Bundesländer wollen bei den Verhandlungen mit der DDR über eine zukünftige Vertragsgemeinschaft mitsprechen und mitentscheiden. Nach einem Treffen der Chefs der Staats- und Senatskanzleien mit Kanzleramtsminister Seiters in Bonn betonte der Leiter der Staatskanzlei Düsseldorf, Clement, die Länder bestünden auf ihre verfassungsmäßigen Rechte. Sie verlangten unter anderem eine umfassende Information und die Beteiligung von je 4 Ländervertretern an allen Verhandlungen. Mitte Februar soll es dazu eine Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Kohl geben. Seiters sicherte den Ländern bei dem Treffen eine enge Zusammenarbeit zu. Auch nach Öffnung der deutsch-deutschen Grenze überwachen die Nachrichtendienste der Bundesrepublik und der DDR weiter den Post- und Telefonverkehr zwischen beiden deutschen Staaten. Vorsicht, Stasi hört weiter mit. Während wir hier in Leipzig die Abhöranlagen DDR intern abmontiert wurden, geht die Überwachung des Telefonverkehrs zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik nach Überzeugung der Bundesregierung etwa mit Hilfe dieser Abhöranlagen im Harz unvermindert weiter. Doch das geht auch in umgekehrter Richtung. Auch der Bundesnachrichtendienst belauscht weiter den Telefonverkehr mit der DDR und eröffnet auch die Post. Die Postgewerkschaft schlug jetzt Alarm. In gleichem Umfange wie vor dem 9. November. Da hat sich nichts geändert. Es werden täglich Briefe aussortiert, die nach dem Zufallsprinzip der Kontrolle dem Bundesnachrichtendienst zugeordnet werden. Und es finden auch Angriffe ins Fernmeldegeheimnis statt. Und wie bewerten Sie dieses? Ich halte dies für eine politische Geschmacklosigkeit sondergleichen. Man kann nicht dem Staatssicherheitsdienst vorwerfen, hier zu schnüffeln, um im gleichen Umfange hier nichts zu korrigieren. Im für die BND-Lauscher zuständigen Bundeskanzleramt wird die Überwachung des Post- und Telefonverkehrs mit der DDR nicht bestritten. 2000 BND-Mitarbeiter also im Lauscheinsatz, wie die Postgewerkschaft behauptet. Von großem Umfang kann keine Rede sein. Im Rahmen der strategischen Überwachung macht der Bundesnachrichtendienst das, was streng gesetzlich geregelt ist, nämlich im Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Und man muss ja dabei daran erinnern, dass immer noch 400.000 Sowjetsoldaten in der DDR stehen. Also ein bisschen wachsam sein bei aller Begeisterung über die Entwicklung ist nach wie vor notwendig. Die Bundesregierung beruft sich dabei auf das Kontrollgremium des Bundestages, das die Lauschaktionen regelmäßig überprüfe. Auch in Zukunft wird man also im innerdeutschen Brief- und Telefonverkehr keineswegs sicher sein können, ob staatliche Lauscher nicht mitlesen und mithören. Und zwar auf beiden Seiten. Die Europäische Gemeinschaft stellt sich auf eine rasche Annäherung der DDR an die EG ein. Wie EG-Kommissar Bangemann heute vor Journalisten in Brüssel erklärte, könnte ein Kooperations- und Handelsabkommen mit Ost-Berlin noch vor den Volkskammerwahlen am 18. März fertiggestellt werden. Selbst eine Vollmitgliedschaft der DDR sei in 1 bis 2 Jahren möglich. Dann allerdings, so erklärte Bangemann, sei es undenkbar, dass die DDR weiterhin dem Warschauer Pakt angehöre. Der polnische Ministerpräsident Mazowiecki sieht noch große Risiken für den Reformprozess in Osteuropa. In einer Rede vor dem Europarat in Straßburg warnte er vor Gefahren durch politische Destabilisierung und wirtschaftliches Chaos. Der Versuch, alle Reformen sofort verwirklichen zu wollen, könne das Gegenteil bewirken. Zudem seien in manchen Ländern die alten Kräfte noch fähig, die Macht zurückzugewinnen. Mazowiecki hatte in Straßburg die Aufnahme seines Landes in den Europarat beantragt. In der jugoslawischen Provinz Kosovo ist es heute zu neuen gewalttätigen Demonstrationen der albanischen Nationalisten gekommen. Mindestens 6 Menschen, darunter ein Polizeibeamter, wurden dabei erschossen. In vielen Fabriken Kosovos wurde gestreikt. Für Demokratie, gegen Gewalt. Dieser Aufruf ist derzeit überall im Kosovo zu lesen. Gehör findet er freilich kaum. Die Albaner, die freie Wahlen, die Freilassung der politischen Häftlinge und den Rücktritt der KP-Führung verlangen, sind für die serbischen Ordnungsmacht zu Separatisten und Terroristen, die zu bekämpfen jedes Mittel recht ist.
bis zum Ende, mit allen Mitteln und überall in der Provinz, so die offizielle Verlautbarung. Die Demonstranten, auch heute ging ihre Zahl wieder in die Tausende, fühlen sich dagegen als Opfer der Bevormundungspolitik der Serben, die nun sogar Hubschrauber gegen die, wie es heißt, Konterrevolutionäre einsetzen. Die traurige Bilanz auch heute wieder, Verletzte auf beiden Seiten, nachdem aus den letzten Tagen sogar 16 Tote zu beklagen sind. Die Medien in Jugoslawien berichteten heute Abend, dass sich die Situation von Stunde zu Stunde verschärft und in einen Bürgerkrieg auszuarten droht. Am Nachmittag hatte Mit einer Überraschung hat heute in Wien der Prozess um den Untergang des Frachters Lukona begonnen. Gleich nach Eröffnung erweiterte der Staatsanwalt die Anklage gegen den früheren Kaffeehauschef Proksch auf 6-fachen Mord und 6-fachen Mordversuch. Er soll den Untergang des Frachters im Indischen Ozean vor 13 Jahren inszeniert haben, um an die Versicherungssumme in Höhe von 31 Millionen Schweizer Franken heranzukommen. Wegen ihrer Kontakte zu Proksch hatten mehrere Spitzenpolitiker den Hut nehmen müssen. Der Angeklagte bestreitet alle Vorwürfe. Mit militärischen Ehren empfing Bundespräsident von Weizsäcker heute in Bonn den mexikanischen Präsidenten Salinas. Bei einem Gespräch äußerte Salinas die Sorge, dass sich die europäischen wirtschaftlichen Hilfsleistungen jetzt zu stark auf die DDR und Osteuropa konzentrieren könnten. Der Bundespräsident versicherte ihm jedoch das unveränderte Interesse der Bundesrepublik an der Zusammenarbeit mit Mexiko. Weiteres Thema war der Abbau der hohen Verschuldung des mittelamerikanischen Landes. Die Löhne und Gehälter in der Bundesrepublik sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Bonner Arbeitsministeriums durchschnittlich um 2,7% gestiegen. Sie blieben damit knapp unter der Teuerungsrate von 2,8%. Die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Kapitalerträgen stiegen im gleichen Zeitraum um 8,3%. In der Halle des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe steht seit heute ein Mahnmal für die Opfer der NS-Justiz. Es ist eine 2,40 Meter hohe Stele aus Edelmetall. Bei der feierlichen Übergabe sagte Bundesjustizminister Engelhardt, das Mahnmal solle auch daran erinnern, dass die Taten der NS-Justiz ungesühnt geblieben sind. Der Minister nannte die Zeit von 1933 bis 1945 das dunkelste Kapitel der deutschen Justiz. Der Präsident des Bundesgerichtshofes Oderski bezeichnete es als wichtig, die innere Auseinandersetzung weiterzuführen und das Bewusstsein wachzuhalten. Der deutsche Fernmeldesatellit Copernicus 1 ist heute Vormittag aufgrund eines Schaltfehlers der Bodenstelle vorübergehend ausgefallen. Dadurch können über das Kabelnetz zahlreiche Fernseh- und Hörfunkprogramme gegenwärtig gar nicht oder nur in einigen Regionen empfangen werden. Betroffen sind unter anderem Sat1, Dreisat, 1plus und RTL+. Morgen Vormittag soll versucht werden, den Satelliten wieder auf Sendeposition zu bringen. Im Ärmelkanal ist seit gestern Abend ein griechischer Frachter verschollen. Es wird befürchtet, dass das Schiff im Sturm gesunken ist und alle 19 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen sind. Vor der englischen Küste wurden 2 Seeleute tot in einem Rettungsboot gefunden. Das Schiff war mit einer Zementladung auf dem Weg von Le Havre nach Southampton. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 31. Januar. Der Satellitenfilm zeigt starke Bewölkung von Skandinavien über Deutschland hinweg nach Süden. Sie verlagerte sich im Tagesverlauf ostwärts. Dahinter kam es zu Wolkenauflockerungen und Aufheiterungen. Vom Atlantik zogen über die britischen Inseln weitere Wolkenfelder heran. Der zugehörige Tiefausläufer zieht ostwärts und beeinflusst am Mittwoch vor allem den Nordwesten Deutschlands. Dabei wird weiterhin milde Meeresluft herangeführt. Die Vorhersage für morgen: Im Nordwesten und im Norden im Tagesverlauf starke Bewölkung und zeitweise Regen. In den anderen Gebieten teils aufgelockerte Bewölkung, teils aufgeheitert und niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 2 bis 6, in Bayern leichter Frost bis minus 3 Grad. Höchstwerte im Norden 5 bis 9, sonst 9 bis 13 Grad. Mäßiger bis frischer, im Norden starker, in Böen stürmischer Wind aus Süd bis Südwest. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag zeitweise Regen und mild. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Gorbatschow und die deutsche Einheit, DDR-Uranbergbau und die radioaktive Strahlung und
Das neue Lesen, Literatur auf Mikrofiche.